Willkommen in Magdeburg. Es war wieder ein Spiel, das ging relativ ruhig los. Mit einer guten Abwehr offensichtlich sind sehr wenig Tore gefallen. Dann ging der gut in Führung. Ja, und dann lassen wir es auch wieder liegen. Und ich glaube, ausschlaggebend ist, wir sind in der Halbzeit dran, haben gute Möglichkeiten und nutzen sie zum Teil einfach nicht konsequent genug. Und in der Abwehr fehlt nachher die Konsequenz. Magdeburg spielt unheimlich lange und schafft es dann eben, häufig noch zum Torabschluss zu kommen. Ich glaube, wir kassieren 18 Tore in der zweiten Halbzeit, konnten also nicht an die Deckungsleistung von der ersten Halbzeit anknüpfen. Und ja, wenn man 30 Tore auswärts kassiert, dann ist es schwierig, Spiele zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, die Chance war ja real da. Ihr wart ja ein Stück weg, habt euch auch wieder rangekämpft, als Magdeburg 3 Tore weg war. Was meinst du, woran lagst du zum Schluss? Ja, wie ich eingangs sagte, also ich glaube, unsere Chancenverwertung ist am Ende nicht konsequent genug und wir lassen vielleicht auch Spieler bei Magdeburg, die lange Zeit noch nicht drin waren, am Ende dann auch noch mal ein paar Aktionen machen und noch mal reinkommen und das ist einfach schade. Und ja, es ist wirklich ärgerlich, weil Magdeburg sicherlich auch sehr verunsichert war heute, das hat man gemerkt. Wir hatten auch zuletzt ein sehr schlechtes Spiel, haben uns sicherlich ein Stück weit rehabilitieren können, aber das nützt uns alles nichts, weil wir keine Punkte mitnehmen. Danke, Micha. Die Verkrampftheit war nicht zu übersehen, stand viel auf dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also das, wenn wir jetzt ein lockerer, leichtes Spiel gezeigt hätten, fast von vorne bis hinten alles funktioniert, das hätte mich dann selber auch überrascht. Wir sind in einer kleinen Krise und deswegen sind wir einfach nur überglücklich, dass wir das Spiel überhaupt gewonnen haben. Das war natürlich zwischendurch mal echt zähe Kost, aber umso wichtiger, dass wir es einfach gezogen haben. Das ist jetzt einfach, mehr zählt im Moment nicht. Ihr lagt ja sogar anfangs zurück, wenn noch nicht sehr deutlich, habt dann gedreht, aber so richtig weggekommen seid ihr nie. Nee, zwischenzeitlich sah es mal kurz so aus, als wäre der Knoten dann geplatzt, aber das muss man uns, glaube ich, im Moment einfach verzeihen, dass wir einfach, selbst wenn wir in Führung sind, einfach total verunsichert sind. Ich glaube, das hat sich heute das ganze Spiel gezogen. Das sind immer mal ein paar gute Aktionen und dann wieder so ein bisschen Unsicherheit. Dazu passt ja auch die Fehlpässe, die wir gesehen haben. Das war ja leider Gottes auch wieder sensationell. Ja, das waren ungewöhnlich viele wieder heute. Und deswegen hat es das Leben auch so schwer gemacht. Aber das ist ja alles ein Zeichen von Unsicherheit oder Nervosität. Oder ja, das schlussendlich zählt für uns letztendlich nur der Sieg. Aber trotzdem ist noch ein weiter Weg, bis wir wieder da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Dann gratulieren wir zum Sieg und drücken für Ungarn alle Daumen. Dankeschön, das brauchen wir. Robert, erstmal von der versammelten Handballnation alles Gute zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Der 30. ist immer ein besonderer. Das Spiel war heute vielleicht nicht so besonders, aber wir haben von dir wieder viele schöne Tore gesehen. Tormaschine läuft wieder, auch ein Siemer war drin. Also, geht's aufwärts? Ja, auf jeden Fall. Also, wie Sie schon sagen, es war ein hartes Stück Arbeit heute. Das wussten wir, vor allem Hannover ist eine sehr gute Mannschaft, eine robuste Mannschaft und wir waren halt momentan nicht gerade so im Hoch und da war im Endeffekt die 2 Punkte sehr, sehr wichtig. Am Schluss zählt das Ergebnis und das war dann egal wie. Am Anfang haben wir so gedacht, wenn das so weitergeht, steht zur Halbzeit 9-9. Es wollten ja auf beiden Seiten keine Tore rein. Ja, bei uns war es vor allem, also wir haben sehr, sehr gut gedeckt, denke ich, in der ersten Halbzeit. Dario hält sehr, sehr gut. Das Problem war vor allem in der ersten Halbzeit, wir geben 5, 6 Bälle leichtfertig weg und kassieren dann auch so die Gegenschusstore. Das haben wir dann zweite Halbzeit ein bisschen weggelassen, aber kassieren dann die Schlagwürfe und schnelle Tore. Das müssen wir einfach in Zukunft konzentrierter sein. Ich habe schon vorhin erwähnt, wenn wir in der zweiten Halbzeit 3 Tore weniger kassieren, dann kann man auch gut damit leben. So ein 30, 25, denke ich, wäre zu Hause super gewesen. Jetzt sind es halt noch 3 mehr gewesen, aber ich denke, wir als Mannschaft und ich hoffe auch, der ganze Verein kann mit dem Sieg heute leben. Wir warten natürlich alle darauf, dass er euch da so ein bisschen aus dem Schlamassel rauszieht. Wie siehst du es denn? Ja, das ist ein Anfang. Das ist nicht so einfach. Die Leute glauben, du kommst da in die Halle und von heute auf morgen ist das weg. Das ist ein langer Prozess und ich denke, da sind wir froh, dass wir da einfach 2 Punkte holen. Und das wird jetzt Schritt für Schritt. Und jetzt hoffen wir, dass wir am Wochenende dann die RF-Phase, die Gruppenphase erreichen. Und dann, denke ich, sind wir wieder im Soll. Dann haben wir die Eisenacher zu Hause, wieder ein Ostderby und da gibt es wieder volle Power.